So richtig schöne Kleidung. Und die laufen überall rum und so. Aber wenn, und dann kam ein Schlaumeier auch. Er geht immer so schön im Akten bei den Türken und predigt dort. Und er hat Lust gehabt, ihn Schia zu machen. Er sagt, bring ihn hier einmal. Er kommt, wallah, richtig Salafi, so einen großen Bart und so. Und hier aufgekrümmelt, richtig schön. Hip-Hop-Klamotten, ne? Hip-Hop-Klamotten, aber hochgemacht. So. Und dann kommt er so, steht schon mit Papierkram und so. Und dann sitzt er da und fängt an zu erzählen. Ich sag, willkommen, erzähl mal, was hast du vor? Er sagt, ja, ich habe nicht gegen Schiiten, aber ich will die Schiiten, das Schiitentum zerstören. Zerlegen. Ne, zerstören. Ich habe gesagt, Masha Allah, das haben deine Vorfahren alle nicht geschafft. Du bist jetzt kaputt. Ja, ich habe eine Internetseite, die heißt alesunna.de. Alesunna kommt am Ende. Alesunna kommt. Und ich habe so viele Beweise hier, die wirklich die Schiitentum zerstören. Ich sage, okay, welche Beweise hast du? Habe ich alles von Englisch ins Deutsch übersetzt. Ich habe gesagt, gut, erzähl mal, was da drin steht. Ich sage, nee, liest du selber. Gib mir so einen Stapel. Ich sage, hast du doch selber übersetzt? Ich sage, ja. Ich sage, erzähl mal, was hast du übersetzt? Mehr will ich nicht. Hast du gar nicht im Kopf gehalten oder nur übersetzt von Englisch ins Deutsch und lässt die Leute irreführen? Übersetz mal bitte. Ja, zum Beispiel. In Sahih Muslim, die Schiiten sagen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, man konnte Maulah Hazar Ali Maulah und was weiß ich und diese von Qadir Qom. Er sagt, das zum Beispiel stimmt gar nicht, was die Schiiten meinen. Er sagt, warum? Er sagt, wenn das wichtig gewesen wäre, dann hätte Rasulullah das in Mekka gemacht und nicht in Qadir Qom. Qadir Qom haben wir gemessen, sagte er, ist 450 Kilometer weit weg von Mekka. So, das heißt, das war nicht so wichtig und das waren nur ein paar Leute in Qadir Qom, die das mitgekriegt haben. Ich habe gesagt, wie einige von uns, er hat in China gesprochen. Aber was hat er gesagt? Nicht wo, in Qadir Qom oder so. Er hat in China gesprochen, sagen wir. Und hat zwei Leute das gehört. Drei Leute. Ich sage erstmal, du hast keine Information. Wie weit ist Qadir Qom von Mekka? Das weißt du. Zweitens, du weißt nicht, dass da 100.000 Sahabe waren in Qadir Qom. Das weißt du auch nicht. Drittens, den Inhalt, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, hat mit diesen geografischen Distanzen nichts zu tun. Wie viel? Was er gesagt hat, ist wichtig. Wenn er sagt, man könnte Maulah Hazar Ali Maulah, ob er das in China sagt oder in Dix, ist das nicht gleich? Ich habe gesagt, alleine, dass weil er gezögert hat, Allah subhanahu wa ta'ala hat extra ein Vers gegeben, das hast du nicht selber entdeckt. Er hat gezögert. Ja, so bald man unser Lehrer gemacht, Rabbi, wo einem Tafel Allah subhanahu wa ta'ala sagt, oh du Gesandter, verkündige das, was du von deinem Herrn bekommen hast. Wenn du das nicht tust, hast du die ganze Botschaft nicht gefunden. Du hast nicht entdeckt. Er bringt mir so eine Landkarte von Ägypten, Amerika. Amerika, New York, wo ist, was die Beispiele haben sie gemacht, so und gemessen, sagt hier, das liegt genau in Gegenrichtung von Mekka. Ich habe gesagt, wer hat das geforscht? Was sind das für Forschungen? Was sind das für Beispiele? Da ist New York und da ist Washington. Was wollen Sie denn? Ich sage, wichtig ist, was er gesagt hat und nicht, wo er gesagt hat. Ich habe gesagt, Rasulullah hat angefangen mit Ammar ibn Yasir. Ein Sahabi. Da waren drei, vier Leute und dann hier sind wir, wie viele? 1,4 Milliarden. So. Wie viele in Qadir Qom waren, spielt keine Rolle. So, ich habe gesagt, ich bringe dir das und lese ich dir das vor. Ich sage, tut mir leid, ich kann kein Arabisch. Ich sage, aber glaub mir, ich schwöre dir, ich lüge nicht, wenn ich dir das übersetze. Ich lese dir das ab und übersetze ich das. Wenn du nicht verstehst, übersetze ich, glaub mir das. Dann war er schwach. Er macht nachher nur so. Kein Wort mehr. Ich sage, du wirst es zerstören. Ali Muhammad ist es nicht drin. Allah, Gott weiß daher. Nur Gott weiß. Allahu Alam. Ich sage, weiß, aber ich weiß, dass Allah weiß. Aber Allah will, dass du auch weißt. Nicht, dass du zugibst, dass er weiß. Subhanallah, das sind Figuren in Heide. Also nicht nur in Heide, überall. Figuren, also ohne Ende. Abu Bakr ist gar nichts, dieser Doktor. Gar nichts gegenüber. Sehr armes Wort. Richtig, das war die Zeit.